Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im TSW2 und zwar in der Baureihe 155 von Integro, einem privaten Eisenbahnunternehmen mit Sitz in Sachsen. Wir sind unterwegs mit einem Kohlebomber, der allerdings leer ist und stehen hier gerade in Kreuztal. Als hätte ich es gewusst. Okay, wir steigen ein und sorgen erstmal dafür, dass wir die Lok aufgerüstet bekommen. Erstmal das Licht an, dann stehen wir einmal auf. Fahrerbremsschlüssel auf ein. Gucken, dass der Zug eingebremst ist. Direkte Bremse kann gelöst sein. Wir gehen einmal nach hinten in den Korridor und schauen mal, wie die PZB eingerichtet ist. Stromabnehmer 2, das ist der hintere, das ist in Ordnung. Ja, mittlere Zugart ist bestimmt auch in Ordnung, würde ich jetzt mal behaupten. SIFA-Störschalter an, also lassen wir mal die SIFA heute aus. Hilfskompressor automatisch, Batterieisolation an, PZB-Hauptschalter bitte an. Wo kann man eigentlich die LZB anschalten? Also ich weiß, die ist hier nicht verbaut in der 155, zumindest stand jetzt der Aufnahme. Aber irgendwo muss es doch den Schalter geben, um die LZB auch anzumachen. So, Tür zu. Und dann setzen wir uns wieder in unseren formschönen Führerstand. Irgendjemand hat mir mal in die Kommentare geschrieben, dass der Führerstand hier im TSW ein bisschen größer aussieht, als er es in Realität ist. Da hat man nach hinten kaum mehr gescheit Platz in irgendeiner Form. Aber gut, dem. Ja, dem ist doch bestimmt so. Also das glaube ich auch. Bremskraftwahlschalter, ja, Zugkraftwahlschalter auch runter. Wir haben gar nicht mal so einen schweren Zug am Haken, aber definitiv einen schweren Zug, der allerdings kein Problem für unsere Lok darstellen wird. Wir machen die Instrumentenbeleuchtung auch noch an. Unsere LED-Leuchten funktionieren alle. Instrumentenbeleuchtung hier bitte auch an. Okay, Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Spitzensignale eingestellt. Ups. Zugheizung brauche ich nicht. Kühlungslüfter an. Kompressor, Verdichter auf automatisch. Jawohl. Bremsdruckmonitorüberbrückung aus. Sander aus, Zugspitzenhelligkeit, Spitzensignalhelligkeit, ja, machen wir mal ruhig hell. Hier die PZB, die ist auch an, mittlere Zugart, Helligkeit der Führerstandsbeleuchtung, ja, aufgedimmt. Dann machen wir einmal die Lichter wieder aus, würde ich sagen. Kontrolllichter an, Fahrerpultbeleuchtung bitte an. Okay, dann haben wir das soweit. Dann würde ich sagen, Bremse lösen. Und langsam beschleunigen. So, wir dürfen ausfahren mit 100 km/h, heißt also, wir befreien uns auch. Packen mal noch eine Fahrstufe rein, oder? 100? Doch, ja, das sind glaube ich 100. Noch eine Fahrstufe rein und noch eine. Wir haben auch hier so einen minimal angedeuteten Fahrplan mit drin.
Wir gucken mal, dass wir die da die Oberstromgrenze da jetzt nicht großartig auslasten. Ich denke mal, hier so der Bereich bis 500 müsste vielleicht noch in Ordnung sein. 450 ist vielleicht so die, denke ich jetzt einfach mal, so das Maximum, das wir jetzt erreichen sollten. Und hier links die Fahrradspannung 15 kV, 15 Kilovolt, also 15.000 Volt, die hier oben durch die Oberleitung fließen. Haben wir doch die SIFA nicht? Ich dachte, ich habe sie ausgeschaltet. Ich habe ja immer den SIFA-Störschalter auf eingelegt. Nach der Logik müsste ja die SIFA aus sein. Das ist ja der Störschalter und nicht der Hauptschalter. Aber okay. Also was für die schön. Seht ihr das hier oben? Diese kleinen Häuschen da. Mitten im Nirgendwo. Da oben auch noch. Dass solche Sachen hier eingebaut sind. Ich finde die Strecke immer wieder einfach unglaublich schön. Trotz ihres Alters. Hier die Rosig-Strecke. Hat richtig was. Also vor Max 120. Schneller lässt unsere Zugart nicht zu. So, wir schalten mal mit der Leistung ab. Oh, Moment. So, nicht auf. Es geht auch ein bisschen bergab, heißt also, wir werden wohl auch bestimmt gleich die Bremse benötigen. Das geht. Wir können sogar noch eine Fahrstufe reinhauen. Moin, Kollege. Da habe ich die Ankündigung im letzten Augenblick gesehen. So, PZB-Prüfgeschwindigkeit ist unterschritten. Was war denn angekündigt? Ja, 70. Na gut. Dann können wir uns auch direkt wieder befreien, ne? Also wir sind heute hier mit unseren Kohlewagen unterwegs, hier hinten noch die Zugschlusstafeln. Sind die am ganz frühen Morgen um 6.34 Uhr unterwegs. Es ist ein entspannter Morgen. So, wir schalten mal ab.
Und ab hier dann 100, sobald wir mit dem ganzen Zug an der Tafel vorbei sind. Was vielleicht jetzt der Fall sein könnte, also langsam mal die Leistungsstufen wieder rein. Hier in unserer 155 von Integro oder Integro. So, einmal über die Brücke und ich sehe da schon wieder eine Ankündigung. Okay, da sprang die PZB zum Glück nicht drauf an. Würde ich sagen, ja, wir lassen nicht ganz ausrollen, weil es bergab geht. Daher bremsen wir besser. Hier schön dieses Häuschen links. Und am Bahnübergang vorbei. Und die Leistungsstufen wieder rein. Weiter geht's mit 80. Das Repaint ist übrigens vollkommen realistisch. Also Integro besitzt tatsächlich mindestens eine 155. Oder besaß sie zumindest zeitweise. Ich denke mal immer noch, zumal die Deutsche Bahn sowieso, glaube ich, gar keine 155er mehr besitzt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bisschen reinbremsen. Ja, ich feiere die 155 wirklich unglaublich gerne, weil sie die einzige wirklich alte Lok ist im TSW. Die einzige deutsche Lok, die, bei der man halt wirklich sagen kann, ja, die ist oldschool, die ist altbacken. Und es macht einfach so viel mehr Spaß, ehrlicherweise, als die Trax-Loks. Die sind zwar auch natürlich vollkommen fein für sich und ich kann auch jeden verstehen, der tatsächlich eher liegt, die modernen Loks fährt, weil warum auch nicht? Es hat ja etwas sehr, sehr Schönes an sich, mit den 185ern unterwegs zu sein. Aber hier noch so ein rustikaler alter Führerstand. Überall hat man nicht noch irgendwelche Knöpfe und Tasten und Lichter und hier noch den Fahrstufenschalter, den man ganz manuell hier hochschaltet und wieder runterdreht. Also vielleicht romantisiere ich das auch vielleicht ein wenig unnötig sehr gerade. Das kann gut sein. Ich würde nicht sagen, dass ich mich da komplett von so etwas ausschließen würde und nicht anfällig für Romantisierungen von Altbau-Loks anfällig sein würde. Aber naja, also es hat halt einfach was Schönes an sich, oder? Hier in so einer richtig schön alten Lok. Auch hier verwittert teilweise. Man sieht es eigentlich ganz gut anhand der Texturen. Hier auch auf dem Führertisch schön verwittert. Hier sieht man es auch sehr, sehr schön, die Verwitterung. Also ganz, ganz herrlich gelungen, die Lok.
Okay, genug Fotos gemacht. Bisschen mal mit der Leistung hoch. Wir wollen ja nicht zu sehr trödeln. Wir dürfen immerhin 110 fahren. Ich hatte neulich auch mal wieder ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Da habe ich in einem Bahnhof eine Doppeltraktion 232 gesehen. Die standen zwar dann nur auf dem Abstellgleis und haben da in Ruhe geschlafen, aber war auf jeden Fall sehr, sehr cool, da mal wieder sowas zu sehen. Auch die sind ja für den TSV nach wie vor angekündigt und in Bau von Transim Germany, aber ich würde sagen, nicht vor Ende des Jahres oder erst gegen Ende des Jahres frühestens. So, Leistung runter. Und Bahnübergang. Also wie gesagt, ich finde die Strecke Ursig Nord ist einfach eine der schönsten deutschen Strecken im TSW. Die Ausgestaltung der Strecke ist der absolute Wahnsinn für das Alter der Strecke. Die Vegetation unglaublich dicht, unglaublich. Ja, gut, schön, nicht unbedingt, ne? Das würde ich jetzt nicht behaupten, aber zumindest halt einfach sehr, sehr dicht. Da gibt es andere Strecken, hier so Hauptstrecke Rhein-Ruhr oder sowas, die viel später gebaut worden sind und nicht im Ansatz. Meiner Meinung nach qualitativ hier an Ursig Nord rankommen. Gut, dafür ist der Fahrplan von Ursig Nord natürlich nicht der aller spannendste, aber man muss auch sagen, in Realität ist halt auch hier nicht so viel unterwegs. Da kann dann letztlich der TSW nichts für. Okay, das ist die Ankündigung auf 100. Gut, die musste nicht bestätigt werden. Und dann nochmal der Vorsignalwiederholer. Und wieder Leistung aufschalten. Ab hier vorne gelten dann die 100. Und in den Tunnel rein. Da kommt uns ein Kollege entgegen. Okay, und das ist eine Ankündigung auf 70. Da springt natürlich die PZB an. Daher müssen wir auf jeden Fall die Prüfgeschwindigkeit möglichst schnell unterschreiten. Was jetzt ungefähr der Fall ist. So, wir haben sie schon mal ausgelöst. Gut, sehr schön. Sehr, sehr schön.
So, befreit. Dann mal hoch auf die 70. Und ab hier sogar 90. So ein Zuglenkmesser wäre aber auch nicht schlecht. Ne? Aber ich überlege gerade, der einzige Zug, bei dem das wirklich verbaut ist, ist glaube ich die 182, ne? Also im TSW jetzt. Sonst gibt es glaube ich kein Zuglenkmesser im TSW. Und abschalten. Das ist die Ankündigung auf 80. Da hat die PZB zum Glück nicht ausgelöst. So, einmal reingebremst. Bremse auch schon wieder gelöst und die 80 sind erreicht. Also minimale Leistung wieder aufschalten. Wir wollen ja nicht zu sehr trödeln. Das Ganze ist übrigens eine ganz normale Fahrt im Fahrplan. Also kein Szenario, kein Creators Club, kein Rails im Forum oder sonst was, sondern heute einfach mal, ja, ich hätte gerade gesagt, heute einfach mal Vanille, aber das stimmt halt auch nicht, ne? Wir haben ja immerhin ein sehr, sehr schickes Repaint übrigens von dem guten Nick Hawk. Dieses Repaint ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, so eine Art Szenario oder sowas ähnliches nicht. Ich hatte neulich mal wieder eine sehr, sehr interessante Begebenheit beim Zugfahren. Storytime. Da war ich im Zug und ja, mitten auf der Fahrt irgendwann mussten wir dann halten und sind dann mehr oder weniger in Schrittgeschwindigkeit zum nächsten Bahnhof gefahren, wo wir dann erstmal recht lange standen, auch ohne wirkliche Informationen und das Internet, sagen wir mal, die mobilen Daten in dieser Stadt waren nicht besonders zuverlässig, so dass man nicht mal wirklich den in der DB Navigator App nachschauen konnte, warum eigentlich genau gerade der Zug Verspätung hat oder nicht. Ja, dann kam irgendwann die automatisierte Durchsage. Nee, dann ist Folgendes passiert: Dann hat im Zug eine Frau, also eine Frau mittleren Alters, nach ein paar Minuten hat dann diese Gegensprechanlage im Zug benutzt, die man dann normalerweise eigentlich nur für Notfälle, glaube ich, nutzen sollte. Hat sie tatsächlich gemacht und ja, wurde dann zum Triebfahrzeugführer durchgestellt und hat, also das habe ich aus ein paar Metern Entfernung mitbekommen, daher weiß ich nicht mit dem Wortlaut, aber sie hat dann letztlich gefragt nach Informationen, warum denn der Zug jetzt so lange steht. Und da dachte ich mir, oh gut, kann man so machen, ne? Also, muss man nicht, aber okay. Ne? Und dann kam
die automatisierte Durchsage im Zug. Och, wir sind so schnell. Dann kam die automatisierte Durchsage im Zug, dass wir vor einem Signal stehen. Nee, gar nicht. Dann kam nämlich die Durchsage, dass Personen im Gleis sind. Und wir deshalb eben gerade stehen. Und eine Minute später oder zwei kam dann eine richtige Durchsage, die der Triebfahrzeugführer selbst gemacht hat, wo er erzählt hat, dass sich die Weiterfahrt verzögern wird aufgrund eines Notarzteinsatzes. Und ihr wisst, glaube ich, was das bedeutet. Ne? So ein Notarzteinsatz am Gleis heißt in aller Regel, für all die, die es nicht wissen, heißt in der Regel, dass ja irgendjemand den sogenannten Schienensuizid begangen hat. Genau, den Schienensuizid. Und als die Durchsage kam, wusste ich halt, okay, das kann etwas längeratmig werden. Und ich glaube, 10 Minuten später kam dann die Durchsage, dass der Zug jetzt komplett ausfallen würde. Und wir gar nicht mehr weiterfahren. Glücklicherweise fuhr im gleichen Augenblick der nächste Zug ein, der auch in die gleiche Richtung fährt, zwar eine andere Linie, aber es ist ja auch egal. Und der ist dann im Grunde genommen zu dem Zielort ohne Zwischenhalte durchgefahren. Interessanterweise. Also hat dann auch gar keine Zwischenhalte mehr eingelegt. Sondern im Grunde genommen war das dann so eine Art quasi Intercity. Also ein Intercity 2. War ein Doppelstockzug von der DB und ist dann im Grunde genommen zu dieser Endhaltestelle dann durchgefahren. Und das waren locker noch so 50, 60 Kilometer. Das waren 4, 5 Halte, RE-Halte, die wir da dann praktisch übersprungen haben. War auf jeden Fall ziemlich Premium. Gut, was halt nicht so Premium war, ist die Tatsache, dass wir dann trotzdem 30 bis 40 Minuten später als ursprünglich geplant angekommen sind. Aber das sind halt manchmal so Dinge, die kann man halt einfach nicht selbst beeinflussen. Die stehen halt außerhalb der eigenen Sphäre der Beeinflussung. Ja, so ein Schienensuizid, ich will da jetzt gar nicht groß drüber reden, weil ich glaube, wenn ich jetzt mehr drüber reden würde, hätte ich vielleicht zu Beginn des Videos eine Triggerwarnung aussprechen sollen. Aber ja, ist eine schlimme Sache. Eine schlimme Sache. Und wisst ihr was? Ein letzter Satz dazu. Sollte jemand in irgendeiner Art und Weise, jemand von euch, der sich das hier gerade zu anguckt und dazuhört, sollte irgendjemand in irgendeiner Art und Weise mit ähnlichen Gedanken oder sowas spielen, guckt mal in die Videobeschreibung mit rein. Ich habe euch da mal ein paar Links gesetzt zum Thema, beziehungsweise ein paar Links oder Telefonnummern mit Organisationen, die einem helfen können, wenn man tatsächlich solche Probleme hat. Die muss man einfach nur kontaktieren und das sind ganz liebe Menschen, die einem da helfen. So viel dazu gesagt. Wir konzentrieren uns weiter auf unsere Zugfahrt, die noch 14 Kilometer Luftlinie mindestens gehen wird.
So, Signale weiterhin grün. Und in den nächsten Tunnel rein. Der Tunnel. Maskulin übrigens. Und ab hier sind 100 freigegeben. Dann können wir gleich ein bisschen beschleunigen. So, einmal Leistungshebel, Leistungsdrehwahlschalter hochgedreht. So, 100 sind erreicht. Leistungswahlschalter wieder runter. Ja, das ist okay, 1 km/h. Damit kann ich leben, 1 km/h ist schnell. 1 km/h ist kein km/h. Man kennt das, das ist der berühmte Satz von Hartmut Medorn. Nein, ich habe keine Ahnung. Das hat er bestimmt nicht gesagt. Wobei ich es natürlich nicht ausschließen kann. Vielleicht hat er das gesagt. Aber mein Zitat war nichtsdestotrotz nicht darauf bezogen. Vorsignal ist weiterhin grün. So. Da ist ein Dosto. Jetzt muss ich aber ehrlicherweise ganz transparent hier, der gläserne YouTuber und so, zugeben, dass es doch relativ spät ist und ich schon ziemlich müde bin und ich überlege, ob man nicht in irgendeiner Form ein paar Minuten eher dieses Video beenden könnte. Das Problem ist, wir würden dann hier auch mitten auf der Strecke stehen, ne? Das wäre natürlich auch nicht so toll, mitten auf der Strecke stehen bleiben, wobei hier eigentlich, ja, es geht. Na komm, das sind jetzt auch nur noch 10 Kilometer. Wobei es natürlich auch keinen Sinn ergibt, hier noch großartig weiter sich künstlich praktisch wach zu halten in irgendeiner Art und Weise. Ich würde besser sagen,
Wir gehen auf Nummer sicher. Ne? Denn Sicherheit ist praktisch das höchste aller Gebote. Und werden jetzt bremsen. Und dann werden wir mal den Fahrdienstleiter anrufen. Aber das mache ich dann offscreen. Den Fahrdienstleiter mal anrufen und fragen, wie wir da, ob wir da eine Lösung für finden können. Ob wir mich dann eventuell aufs nächste Abstellgleis schicken könnte. Daher hier vorne könnte sich das vielleicht sogar ganz gut eignen. Daher fahren wir mal nicht allzu weit nach vorne. Denn hier links gibt es genug Gleise, wo noch eventuell andere Züge uns überholen könnten. Ne? Ja, das passt perfekt eigentlich. Bleiben wir hier an dem Signal stehen. Ja, so hier vorne haben wir noch ein bisschen was abgestellt. Auch nicht schlecht hier die Schimpfwagen. Und hier vorne die auch. Ja. Gut. Dann, ich hoffe sehr auf euer Verständnis, aber wie gesagt, Sicherheit geht vor. Bedanke ich mich auf jeden Fall für euer Zusehen. Und wünsche euch alles Gute, alles Liebe.